Tja, und somit geht es Schlag auf Schlag weiter mit dem letzten Rennen am heutigen Tage. Die Prototypen sind an der Reihe. Und ich habe es gestern gesagt, ich sage es heute gerne nochmal, endlich wieder Prototypen auf dem Norrisring, die uns gestern schon ein sehr, sehr interessantes, spannendes Rennen gezeigt haben. Vor allem gegen Rennende hin wurde es nochmal richtig packend. Überschattet das Ganze natürlich durch den Unfall des Carboliden, der dann auch für eine relativ lange Aufräum- und Reparaturzeit gesorgt hat. In dem Fall war es das Auto. Der dort eben eingeschlagen war mit der Startnummer 35 BHK Motorsport. Da ist man sich nicht ganz sicher, ob das Chassis, ob das Cockpit, ob der Rahmen nicht irgendwie einen Schaden davon getragen hat. Und deswegen hat man gesagt, wir ziehen das Auto besser zurück. Das ist das Auto mit der Startnummer 77. Valentino Catalano. Nein, da ist nicht gerade eben noch ein Jet gestartet. Das ist einfach dieser Luftbläser. Manchmal sagt man auch Laubbläser dazu, aber in dem Fall ist es tatsächlich Luftbläser, der das Auto noch mal runterkühlt. Und hier das Auto von Javier Lovaraz, der, und das wusste ich bis gestern gar nicht an diesem Rennwochenende, also ich wusste gestern schon, dass er nicht mit Gabriela Gilkova an den Start geht, sondern er geht mit einer anderen jungen Dame an den Start, mit Belén García Espinar. Aber dass die beiden ein Paar sind, ein richtiges Rennpaar, das wusste ich nicht. Die Drittplatzierten Julien Apotelor und Oscar Tunjo, dann in der nächsten Reihe, während Gary Hauser und Markus Pommer, die Sieger von gestern, auch gleichzeitig entsprechend die Tabellenführung übernommen haben und die Tabellenführer in diesem Rennen sind. Das ist das Auto von Gary Hauser, dem Luxemburger, dessen diesen Vater Christian Hauser gestern ja entsprechend gefeiert hat. Und hier der BWT Mücke Bolide, der Duquesne von Nico Göhler, der gestern auch eine schöne Aufholjagd fahren konnte, aber im Endeffekt am Podium knapp vorbeigeschrammt war. Und die Prototypen, die LMP3-Boliden, ja eine wirklich auch sehr aufstrebende Rennserie mit Jan Marszałkowski, der an diesem Wochenende alleine für MRS GT Racing unterwegs ist und dementsprechend auch 5 Sekunden mehr Standzeit hat beim klassischen Boxenstopp. Er war Jan Marszałkowski beim letzten Rennen an Zandvoort mit Jesper Zentzma erfolgreich. Ein junger Mann aus den Niederlanden. Das ist Maximilian Hackländer, der ebenso bekannt aus dem ADAC GT Masters Reigen ist wie ein Konstantin Schöll, der für Außenmotorsport unterwegs ist. Genau hier sind wir beim Österreicher mit der Startnummer 3. 8. Position für ihn, sitzt im Ligier. Und die einen oder anderen werden sich denken, ja, die Wahl zum Ligier oder zur Ginetta, war das Richtige? Weil tatsächlich sind die Duquesne 08 in diesem Jahr wirklich tonangebend. Danny Safi für Konrad Motorsport in der Ginetta G61 LTP3, wie das Renngerät richtig heißt. Auch der US-Amerikaner alleine an diesem Wochenende im Auto unterwegs. Dann kommt Matthias Lüthen in der 72, Koreanen Campy Motorsport, sitzt dann mit Laurenz Höhr gemeinsam am Steuer. Laurenz Höhr, der einzige Goldpilot, im Gegensatz zu Matthias Lüthen, der klassische Gentleman-Fahrer, der Trophy-Pilot in der Startnummer 72. Dann geht es weiter mit der 70. Da habe ich mich echt gestern gewundert, wie lang der Gepard Motorsport Bolide, die Ginetta, mit Jakob Erlbacher und Michael Lyons, der jetzt am Steuer sitzt, der Engländer, den Apparat gerade angefeuert hat. Der bullige V8 Nissan-Motor röhrt und wartet darauf, losgelassen zu werden. Wie lange dieses Auto gestern nach einem leichten Einschlag in die Leitplanke dann hinten den Heckflügel deutlich verschoben hatte. Also der hing wirklich in ein paar Grad auf der in Fahrtrichtung gesehen rechten Seite traurig nach unten. Aber es hat funktioniert. Natürlich konnte Jakob Elbach, aber dem das Ganze passiert ist, auch nicht mehr attackieren. Aber das Auto fuhr bis zum Ende. Da hinten hatten wir dann noch von More Motorsport bei Reiter Max und Marc van der Snell. Der eine führt die Junior-Wertung an, der andere die Trophy-Wertung. Und ganz hinten Racing Experience, Kevin Rorscheid und Wolfgang Peyer, zwei klassische Trophy-Piloten.
Feld geht also in die Einführungsrunde hinein. 55 Rennminuten mit einem ganz klassischen Boxenstopp. Das Boxenstopp-Fenster öffnet sich und dann müssen alle einmal reinkommen. Ähnlich wie gerade eben im ADAC GT Masters. Nur im Prototype Cup Germany ist es so, dass die Piloten in unterschiedlicher Zusammensetzung, Silber-Gold, Silber-Bronze, Silber-Silber, unterschiedlich lange Standzeiten haben, während hier auch nochmal die Startaufstellung eingeblendet wird. Julien Apotelon waren wir, Gary Hauser, Nico Göder, Jan Marszalkowski und so weiter und so fort, sind wir ja vorhin schon mal gemeinsam durchgegangen. Das heißt beispielsweise kürzeste Standzeit für Kevin Rorscheid und Wolfgang Payer. Kevin Rorscheid, Bronzepilot, Wolfgang Payer, Bronzepilot. Sie haben eine Standzeit von 85 Sekunden. Am längsten steht zum Beispiel Jan Marszalkowski, weil er ist Silberpilot und hat keinen Fahrerwechsel vorzunehmen. Da muss sich also niemand neu eingrooven, sondern kann direkt weiter Feuer machen. Und Jan Marszalkowski steht 110 Sekunden, also verträumte 25 Sekunden länger als Rorscheid Payer. Und auch bei zum Beispiel Laurent Söhr und Matthias Lüthen, Gold und Bronze, oder bei allen Silber-Silber-Piloten ist die Standzeit auf 105 Sekunden festgelegt. Dino Steiner, Konstantin Schöll, Bronze, Silber, da sind es 95 Sekunden. Und auch was die Punkte angeht, gibt es unterschiedliche Faktoren. Deswegen ist beispielsweise ein Matthias Lüthen, der in diesem Jahr schon viermal, wir hatten die Rennen, erfolgreich war in der Trophy-Wertung, trotzdem nicht der Tabellenführer, sondern in der Trophy-Wertung sogar relativ weit hinten, weil er bekommt die Punkte, die er einfährt, mit dem Koeffizienten 1. Also, was er einsammelt, bleibt ihm mal eins. Andere wiederum, jetzt zum Beispiel die Bronze-Bronze Spannschaft von Kevin Rorscheid und Wolfgang Payer, Entschuldigung, die haben den Faktor 2, also kriegen deutlich mehr Punkte, gewinnen zwar das Rennen nicht, aber werden entsprechend vom Faktor belohnt. Jetzt konzentrieren wir uns auf den Start. 55 Minuten, das letzte Rennen des Tages hier am traditionsreichen Norrisring in Nürnberg, mitten in der Stadt. Werden sie jetzt gleich losgelassen. Die V8-Boliden alle fahren im Moment sauberst in ihrem Sektor. Ampel grün, dann scheren sie aus und so geht es hinunter Richtung Grundig Kehre. Da fächern sie sogar zu viert nebeneinander aus. Im hinteren Bereich geht es dort hinunter. Dort die Strecke sehr wellig. Das hat sich natürlich am Wochenende nicht verändert. Aber es herrscht hier viel Disziplin, viel Umsicht, viel Konzentration in der Anfangsphase. An der Spitze aber zunächst mal Valentino Catalano, auf und davon der junge Mann in der 77 für DKR Engineering, der ja auch schon in diesem Jahr zusammen mit Robin Rogalski ganz oben auf dem Siegerehrungspodest gestanden war, sind derzeit in der zweiten, dritten Position der Meisterschaft, waren zweite und zweimal zweite und einmal erste. Also eine durchaus gute Saison. Was ist denn hier los? Ist das zweimal Konrad Motorsport, die hier langsamer Fahrt unterwegs sind? Und auch das Auto von Marc van der Snell, dem Führenden in der Trophy-Wertung, ist da, wo sind sich da dran geneigt? Irgendein Teil geht fliegen und die andere, die Frage, die hier zu klären ist, was ist passiert? Zweimal Konrad Motorsport. Ich hoffe nur, dass man sich da nicht gegenseitig in die Kiste gefahren ist. Die sind auf jeden Fall beide in langsamer Fahrt. Gelbe Flaggen sind draußen und das wird dann wohl bedeuten, schauen wir mal, ob es hier auch mit gelben Flaggen weitergeht in Richtung der Dutzendteichkehre. Im Moment wohl nicht. Im Moment haben sie freie Fahrt. Ja, und da kommen beide Konrad Motorsport Boliden in die Boxengasse. Was ist denn da passiert, um Himmels Willen? Das ist natürlich jammer, jammer schade. Bei beiden Rauchentwicklung. Beide kommen rein und werden auch entsprechend direkt abgestellt hier bei der Konrad-Box. Sowohl das Auto von Maximilian Hackländer, die Startnummer 22, als auch das Auto von Dennis Saffer. Da werden wir sicherlich irgendwann noch eine Zeitlupeneinspielung bekommen. Ja, das wird aber nichts weiter nutzen. Ganz am Ende des Feldes, während da noch ein Teil liegt. Ich würde mal sagen, das sind die Konrad-Farben, dieses Blau-Grün, was die Konrad-Fahrten haben. Okay, jetzt schauen wir mal. Hier ist der Start. Da ist noch alles gut. Der Cupra setzt sich hinter das Feld. Auch
das Auto mit unseren Ärzten. Und jetzt die Ampel auf grün geschaltet, schert man aus. Und da ist noch alles gut. Jetzt zieht die Kamera auf und vorne das Ganze. Die beiden Konrad Motorsport LMP3-Boliden da ganz nah beieinander. Wolfgang Payer lässt dort viel, viel am Boden. Da ist auch noch alles gut. So geht es jetzt quasi aus. Baff! Und dann hat es gescheppert. Ja, da war aber noch ein Dritter mit im Bunde. Da schauen wir mal an, wer damit beteiligt ist. Ah, das ist das Auto, das momentan auf der vierten Position fährt. Das müsste dann Julian Apotelor gewesen sein, der dort einfach keinen Platz mehr ließ. Den beiden Konrad-Boliden, die dort direkt nebeneinander waren. Und dann kam die Mauer und weiter geht's halt nun mal nicht als Mauer. Und dann Glück, dass da niemand aufgestiegen ist. Aber die Autos natürlich nach dem Zurückfallen, nach dem Zurückcrashen auf die Strecke. Hier sehen wir es nochmal von der Warte aus. Definitiv, ja, der eine mindestens 24 cm schmäler und auf dem anderen ist er gelandet. Und somit das Aus für die beiden Konrad Motorsport-Boliden. Hier sehen wir den nächsten. Das ist das Auto von Marc van der Snel, der gerade eben nochmal eingespielt wurde mit dem Dreher. Und jetzt muss natürlich auch hier erstmal aufgeräumt werden, genau da, wo man jetzt gerade unterwegs ist, in der Grundigkehre, wo wirklich viele, viele Teile auch auf der Strecke liegen. Da ist man gut dran gehalten, eben genau nicht ganz nah an die Wand zu fahren, sondern eben entsprechend Platz zu lassen, auch hier. Vielleicht kann man das Teil ja auch noch verwenden, wenn man es einsammelt. Aber die Rennzeit, sie läuft natürlich weiter. Ja, Tumult in der Anfangsphase, nicht an der Spitze. Da hat Valentino Catalano alles im Griff. Jetzt sowieso. Catalano führt vor Javier Lovras. Gary Hauser auf 3, Nico Göhler auf 4. Julian Apotelor auf Platz 5. Dann Jan Marszałkowski vor Matthias Lüthen. Michael Lyons, Christian Schöll, Wolfgang Payer und Marc van der Snel. Tja, was sollen sie sagen? Nichts können sie sagen. Denis Safi und Maximilian Hackländer. Das war einfach eine ganz, ganz unglückliche Rennsituation. Jetzt könnte man wieder sagen, ja, mit Kiesbetten wäre das nicht passiert. Ja, aber wir haben ja halt keine Kiesbetten. Und das ist ja auch das Interessante und das Tolle am Norrisring. Weil wenn du hier einfach über die Tracklimits hinüberfährst, wobei natürlich hier tatsächlich die beiden Konrad Motorsport-Piloten wirklich aber auch mal gar nichts dafür können. Also ein bisschen Schuld haben sie schon. Sie hätten nicht heute antreten dürfen. Das ist der einzige Vorwurf, den sie hier machen können. Weil ohne Julian Apotelor wären sie definitiv hier auch mit heiler Konradhaut rausgekommen. Glaube ich zumindest. Egal. Hier sehen wir es nochmal, wie das Auto von Denis Safi aufsteigt, an der Mauer entlang schrappt und dann wieder auf den Seitenkästen von Maximilian Hackländer, dem Teamkollegen, landet. Da ist es. Und somit war das Rennen für beide erledigt. Safety Car nach wie vor vorangestellt. Die gelben Flaggen der Streckenmarschalls sind draußen. Auf diesem Weg auch nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, ehe das Rennen jetzt wieder weitergeht, weil das Safety Car kommt jetzt rein an alle fleißigen Hände, an alle fleißigen Helfer, an die Streckenposten, die Streckenmarschalls, an alle, die einmal mehr für ein fantastisches Wochenende mit über 100.000 Besuchern hier am Norrisring gesorgt haben. Restart, auf geht's. Valentino Catalano, Javier Lovares, dahinter dann Gary Hauser. Also einmal der DKR Engineering Bolide, dahinter dann eines der erfolgreichen Van Ommen Racing bei Datalab Autos und natürlich auch die Sieger von gestern, nämlich Markus Pommer zusammen mit Gary Hauser in der Startnummer 15 auf der dritten Position. Nico Göhler wird attackieren. Nico Göhler hatte mir gestern einen etwas schnelleren und stärkeren Eindruck vermittelt im BWT Mücke Motorsport Duquesne als sein brasilianischer Partner auf dem Auto als Gustavo Kurilla. Die Safety-Car-Phase hat sicherlich wieder dafür gesorgt, dass der ein oder andere Ingenieur jetzt mit Blatt Papier, Kugelschreiber, Computer und Rechenschieber eventuell eine neue Strategie für den Boxenstopp berechnet. Oder auch nicht, werden wir sehen. Während wir aber nach wie vor sehen, dass Nico Göhler ganz nah dran ist an Gary Hauser, aber auch Julian Apotelor.
ist dort unmittelbar in Schlagdistanz. Und dahinter kommt dann Jan Marschalkowski im MRS GT Racing LMP3. Alle Autos ja einheitlich von einem Nissan V8 Motor angetrieben. Orica hat das Ganze entwickelt mit dem Nissan Motor. Alle haben das gleiche, das identische sequenziell zu schalten. Die Getriebe, der Kabelbaum, die Elektronik, alles gleich. Die Reifen gleich, nur das Chassis ist unterschiedlich von den Herstellern Duquesne, Ligier und Ginetta. PS stehen zu Buche, 950 Kilo das Gewicht der Fahrzeuge. Also kein Wunder, dass man hier auf fast gleichem Niveau, was die Rundenzeiten betrifft, unterwegs ist, wie auch die GT3-Boliden aus dem GT Masters oder eben der DTM. Ähnlich wie beim GT Masters werden hier beim Boxenstopp keine Räder gewechselt. Und es ist auch kein Performance-Boxenstopp, sondern die Standzeit ist vorgegeben. Während hier Matthias Lüthen gerade eben durchs Bild fährt. Übrigens, was mich gestern gewundert hat, Thema Matthias Lüthen, Thema Start Nummer 72, Thema Korainen Campi Motorsport und dann Thema Laurenz Höhr, dass er losgelegt hat wie die Feuerwehr. Laurenz Höhr ist ja sicherlich einer der, wenn nicht der schnellste LMP3-Pilot hier in Deutschland. Kann man ja wohl neidlos so sagen, während sich jetzt hier gerade der Gepard Motorsport-Pilot Michael Lyons, der Engländer, mal massiv verbremst. Oder verbremst hat. Das hatten wir doch gestern auch schon, oder? Beim BWT-Auto. Da war es aber nicht Nico Göhler, der dort am Steuer saß, sondern im ersten Stint war es Gustavo Kurilla. Und da freust du dich als zweiter Pilot, wenn du ein Auto übergeben bekommst, das vor Vibrationen nur noch so stöhnt und ächzt und dir jedes Mal das Visier nach unten klappt, weil es so vibriert, weil das ist halt nun mal so, dass die Reifen, wenn du dir einmal einen kleinen Bremsplatten eingefahren hast, dann bleiben die immer wieder auf dieser Stelle genau stehen. Und das können wir vielleicht auch heute beim grau-schwarz-roten Gepard-Boliden sehen. Hier bekommt er einen Schlag von einer Bodenwelle und dann ist es vorne links der Reifen, der Michelin Slick, der entsprechend stehen bleibt. Der Zwischenfall zwischen der 2, der 6 und der 22, lass mich raten, ja genau, zweimal Konrad und das Auto von Julien Apotelon ist natürlich unter Beobachtung. Ich bin natürlich dann sehr, sehr gespannt, zu welchem Schluss man da kommt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man das vielleicht auch erst nach dem Rennen nochmal genau beurteilt, genau anschaut. Während Julien Apotelon im Van Ommen LMP3 nach wie vor hinter Nico Göhler festhängt. Der BWT-Lücke-Pilot, der da gestern wirklich ein tolles Rennen gefahren hat. Noch mal in Erinnerung gerufen, gestern das Podium mit den Laufsiegern. Die fahren derzeit auf der dritten Position Gary Hauser zusammen mit Markus Pommer im Racing Experience Boliden und hier mit der Startnummer 15 unterwegs. Auf Platz 2 waren es Javier Loveras mit seiner Freundin, mit seiner Partnerin Belen Garcia Espinar. Ich weiß gar nicht, ob es das schon mal so oft gegeben hat in irgendeinem LMP3-Rennen weltweit, ob das befreundete Paar, und tatsächlich sind sie schon länger ein Paar, und so hat sich das halt ergeben, nachdem Gabriele Schwekhofer, die ja zusammen mit Javi Loveras in diesem Jahr schon erfolgreich war, in Zandvoort-Rennen gewinnen konnte. Gestern standen sie gemeinsam auf dem Podium und auf Platz 3 gestern Julien Apotelon und Oskar Tunja.
Und natürlich revidiere ich gestern eine Falschaussage, die das Alter von Laurenz Höhr betrifft. Ich glaube, ich habe gesagt, über 28 ist er aber nicht. September 97 und dann ist das nach Adam Riese hochgerechnet 25 Jahre jung ist er. Vielen Dank an den Herrn Papa, an Oliver Dutt, den ich auch schon einige Jahre nicht mehr gesehen habe, aber den ich aus dem Porsche Sports Cup und vom Nürburgring kenne, einer, der auch selber ins Lenkrad gegriffen hat, auf der Rundstrecke. Danke für die Information. Valentino Catalano, sein Vorsprung 0,6 Sekunden, also was kann man sagen, Vorsprung im Prinzip gar nicht vorhanden. Valentino Catalano wird das Auto mit der Startnummer 77 später übergeben an Robin Rogalski. Und der junge Pole hat es dann eben mit der Spanierin in der Startnummer 5, die gestern eben aufs Podium gefahren ist, zu tun. Für Van Ommen Racing bei Data Lab Belén García Espinar. Da ist er schon mal vorgewarnt, während hier zwischen Catalano und Lovarez es wirklich ganz, ganz eng zur Sache geht. Gary Hauser, der hat momentan keine großartigen Sorgen. Der fährt auf der dritten Position. Nach vorne fehlen ihm 2,9 Sekunden, aber nach hinten auf Nico Göhler, der nach wie vor von Julien Apertelon unter Druck steht, hat er 1,9 Sekunden Vorsprung. Jetzt sind es 1,3 Sekunden, die er Vorsprung mitbringt. Und an der Spitze geht es auch nach der 16. Runde in der Form weiter, dass Javier Lovarás, der Spanier, nur auf einen Moment wartet. Vielleicht ganz ähnlich wie heute Thomas Breining, der das DTM-Rennen gewonnen hat, als er dort durchaus mit Kontakt, durchaus mit Lackaustausch in eine Lücke reingestochen ist, die vorhanden war, die aber auch zugegebenermaßen nicht groß genug war, damit da zwei Autos reinpassen. Aber René Rast hat ja nach dem Rennen dann wie ein Profi reagiert und hat gesagt, die Aktion war hart, aber ich gratuliere ihm. Wem müssen wir jetzt hier gratulieren? Niemanden, da war nur einer im Weg gestanden. Und da ging es um die Überrundung zum ersten Mal. Und dann müsste das unter Umständen der Wolfgang Peier gewesen sein, der dort offensichtlich auch etwas überrascht war. Der Tiroler, der 59-Jährige im Auto mit der Startnummer 12. Das zweite Auto von Racing Experience. Wie gesagt, die beiden Bronzepiloten Kevin Rorscheid und Wolfgang Peier. Ja, durch dieses Überrundungsmanöver, da ist Valentino Catalano einfach etwas energischer und konsequenter durch die Lücke gefahren, hat Javi Lovarás ein klein wenig an Boden verloren. Trotzdem war der Rückstand in der letzten Runde weniger als eine Sekunde. Das Ganze hat sich jetzt minimal ausgebaut auf 9 Zehntel. Nico Göhler, Gary Hauser wird zurückgereicht. Was ist mit dem Luxemburger? Gary Hauser gerade eben noch auf Platz 3. Göhler durch, Apotello durch, Hauser auf 5. In der letzten Runde eine 56. Würde mich interessieren, wo er dort die 5 Sekunden in etwa verloren hat. Ist ja zusammen mit Markus Pommer auch der Tabellenführer. Nachdem wir schon 3 Veranstaltungswochenende hatten. Hier sehen wir vielleicht die Erklärung. Da geht es hinein im Bereich der Dützenteichkehre. Ja, und da war er ganz nah an der Mauer. Drehte sich von der Strecke, musste Nico Göhler und Julien Apotello durchlassen. Und erst dann konnte er die Fahrt wieder aufnehmen. Deswegen 2 Plätze verloren für Gary Hauser. Gut, dann gibt er eben dem guten Markus Pommer eine Aufgabe mit für seinen dann 2. Stint. Lovarás hat in den letzten 3 Runden auf Catalano Boden verloren. So wurde es gerade eingezeigt, aber nur minimal. Das kann sich ganz schnell wieder ändern. In der Dutzendteichkehre beschleunigt Catalano wieder hinaus.
Catalano ja auch in diesem Jahr so ein Mann, der für die Aufholjagden stand. Zandvoort, tolles Rennen für ihn, als er den zweiten Stint gefahren hat. Und sie waren ja auch schon in Hockenheim beim Saisonauftakt für den Prototype Cup Germany beim ADAC Racing Weekend auf Platz 2. Dritter und erster dann beim DTM-Auftakt in Oschersleben, als auch der Prototype Cup Germany dort unterwegs war. Und dann nochmal in Zandvoort mit einem zweiten Platz eben am Sonntagsrennen. Gut unterwegs mit 101 Zähler bis dato gelistet. Und natürlich kam dann entsprechend das Ergebnis von gestern auch noch mit dazu. Da war es allerdings dann ein Müller, der Catalano ja nicht mehr mit ins Rennen eingreifen konnte. Die 12 und die 70 bekommen 5 Sekunden Time Penalty. Die kann man beim Boxenstopp mit draufpacken. Und dann reden wir hier von Michael Lyons in der Startnummer 70, der Gebhardt Motorsport Bolide und Wolfgang Payer. Die sind ohnehin momentan auf der 11. Position und da fallen tatsächlich dann die 5 Sekunden auch nicht so sehr ins Gewicht. Ich finde es trotzdem großartig, dass es so Trophy-Piloten, so Bronzefahrer gibt, die einfach sagen, hey, mir macht das mit dem Motorsport einfach unglaublich viel Spaß und ich habe hier die Möglichkeit in einem unfassbar professionellen Umfeld, nämlich der DTM mit LMP3-Fahrzeugen Rennen zu fahren. Und ich bin mir sicher, dass sich ein Wolfgang Payer sehr, sehr sicher ist, dass er wahrscheinlich in diesem Jahr kein Rennen gewinnen wird. Aber sie sind dabei. Und da ist es wirklich dieser olympische Gedanke, Motorsport zu machen mit richtig guten Piloten, von denen man durchaus auch noch lernen kann, wie man einen LMP3 V8 artgerecht bewegt. Ja, Catalano kann tatsächlich seinen Vorsprung ausbauen. 1,4 Sekunden. Die Frage ist dann nur nach dem Boxenstopp, was kann Belen Javier machen? Belen, die von Javier übernehmen wird. Belen Garcia natürlich. Kann sie eventuell etwas schneller fahren als Robin Rogalski? Kann sie die Lücke wieder zufahren, die ihr Freund Javier Lovaras hat aufgehen lassen müssen? Nico Göhler wird mit der Startnummer 8 an Gustavo Kurilla übergeben, den Brasilianer. Da schätze ich, wie gesagt, den Nico Göhler auch etwas schneller ein. Aber die Frage ist, kann Oscar Tunjo dann den Brasilianer Gustavo Kurilla unter Druck setzen? Denn der wird von Julien Apotillon in der 4. Position übernehmen. Und Gary Hauser, der lange Zeit auf Platz 3 gefahren ist, übergibt Stand der Dinge jetzt mit 3,1, 3,2 Sekunden das Auto an Markus Pommer. Und das waren ja die Sieger von gestern. Langsam aber sicher wird man sich auf den Boxenstopp vorbereiten. Kein Performance-Boxenstopp, nämlich in 10 Sekunden wird das Boxenstopp-Fenster geöffnet. Während wir hier einen Dreher sehen, oder war das der Dreher? Nee, da ist Gebhardt durchgekommen, der Gebhardt-Wagen, dann war es nochmal Gary Hauser, hat er sich nochmal einen Dreher geleistet. Der Luxemburger, den Jan Marszałkowski ist jetzt auch vorbeigefahren. Also wird die Aufgabe für den Markus Pommer noch mal ein gutes Stück größer. Und ich glaube, es war die gleiche Hecke. Ich habe schon gedacht, es wäre eine Zeitpunkteinspielung, aber das Auto, was vorbeigefahren ist, an Gary Hauser mit der Startnummer 14, der MRS GT Racing LMP3, war dann definitiv eben nicht einer von Owen Racing bei Data Lab und schon gar kein DKR.
Zentimeter Arbeit hier an den Mauern entlang. Beim Rausbeschleunigen aus der Grundekehre hinein ins Schöller S. Wo ja Marco Mappelli, wer hat ihn Patrick Simon vorhin so nachdrücklich genannt, der Außenspiegelman, denn der hat nämlich diese Woche, glaube ich, an dieser Wand, an dieser BWT-Werbewand zwei oder drei Außenspiegel zunichte gemacht. Hier für Mur Motorsport bei Reiter die 99 in der Box. Und da übergibt dann der Herr Papa an den Sohnemann. Wie gesagt, beide in der jeweiligen Junior-Wertung und Trophy-Wertung weit vorne. Und auch das war relativ klar, dass Matthias Lüthen relativ schnell reinkommen wird. Und da steht jetzt Laurenz Hör bereit, den LMP3-Bolin zu übernehmen. Laurenz Hör ja beim Le Mans-Rennen auf einem LMP3 unterwegs. Da hakt man tatsächlich auf Podiumskurs in der LMP2-Wertung. Ehe dann ein Reifenschaden dafür sorgte, dass es eben kein Podium wurde. Aber trotzdem war er mit seinem 8. Klassenerfolg der beste Deutsche in Le Mans. Hat jetzt Platz genommen. Wartet dann natürlich noch auf die Freigabe, die meistens über Funk erfolgt. Und hier sehen wir das Auto mit der Startnummer 12. Das ist der Racing Experience Bolide von Kevin Rorscheid und Wolfgang Payer. Wolfgang Payer hat seinen Job gemacht. Kevin Rorscheid nimmt Platz, während die beiden Führenden mit Valentino Catalano, der übrigens Deutscher ist, auch wenn der Name zunächst einmal was anderes vermuten lässt. Und Javi Lovaras weiter ihre Runden drehen. Von der Rennleitung, da reicht einfach die Zeile nicht aus. Der Zwischenfall zwischen der 14 und der 12. Jan Marschalkowski und Wolfgang Payer. Könnte bedeuten, dass es da eine Berührung gab und dass der Zwischenfall weiter lauten würde. Overtaking under blue flag. Das kann ich mir nicht vorstellen. Der wird auf jeden Fall auch beobachtet. 5 Sekunden Zeitstrafen für die 12 und die 70. Haben wir schon gesagt. Einmal Wolfgang Payer, einmal Michael Lyons. Da wartet in der Gepard-Box jetzt Jakob Erlbacher auf seinen Einsatz. Laurenz Hör hat das Ruder übernommen, kommt jetzt hier im Corainen Campi, das Sportauto Ulrich Schöller S. Max van der Snell hat auch übernommen von Marc. Und der Zweikampf Gepard gegen Aust, die 70 gegen die 3, Michael Lyons gegen Konstantin Schöll. Michael Lyons verteidigt sich da sehr geschickt gegen Konstantin Schöll, muss man ganz klar bescheinigen. Hat da wunderbar die Innenbahn zugemacht, hat sich schon für die Fahrbahnmitte entschieden, als er dorthin gefahren ist. Während hier jetzt einer der Van Ommen Boliden reinkommt, Oskar Tunjo. Oder fährt er schon wieder raus? Der Oskar Tunjo hat ja übernommen das Auto von Julien Apotelon und das ist das Auto von Javi Lovaras, der an die Freundin übergeben wird, an Belen Garcia. Auch ein LMP3-Bolide hat eine Lichthupe, wie wir unschwer sehen. Und
Wir sehen aber auch, na, ob das gut geht. Oh, war der unruhig. Konstantin Schöll, da hatte der Österreicher aber alle Hände voll zu tun, den Aust LMP3 auf der Strecke zu halten. Aber er tut auch gut daran, irgendwo und irgendwie den Weg vorbei zu suchen an Michael Lyons, denn von hinten kommt mit Riesenschritten der Laurens Höhr angeflogen. Und richtig interessant, nachdem Laurens Höhr auch im letzten Umlauf mit 49.221 die mit Abstand schnellste Runde gefahren hat, wird es dann nochmal so sein, den Überblick zu bekommen, wenn alle in der Boxengasse waren. Wie sind wir sortiert und wer hat dann auch noch die Möglichkeit, wie weit nach vorne zu kommen? Beispielsweise Laurens Höhr, momentan nur auf der 9. Position. Javier Lovaras sollte jetzt wieder mit von der Partie sein. Ne, immer noch in der Boxengasse. Wilde Verbremse von Jan Marszalkowski im schwarzen MRS GT Racing LMP3. Das Team rund um Carsten Molitor. Und wer hat die Mauer geküsst? 1, 2, 3. Ist das der Co-Reinen Campi? Oder Sportbolide mit Laurens Höhr? Ja, mit der Felge. Da stob auch gleich die Funken auf. Da waren die zwei vor ihm Fahrenden ganz knapp dran. Während wir jetzt hier das Auto in der Box sehen. Von Javi Lovaras. Die Frage ist nur, warum geht es da nicht raus? Der steht da schon ewig. 2 Minuten 39. Da versucht man, den Van Ommen-Boliden wieder mit Manpower nach vorne zu schieben. Offensichtlich geht da kein Gang mehr rein. Auto springt nicht an oder was ist denn da passiert? Natürlich aber schade, dass das Auto der beiden Spanierinnen und des Spaniers mit Belen Garcia und Javier Lovaras somit aus dem Rennen genommen wurde und definitiv heute nicht gemeinsam auf einem Podium stehen werden. Da geht es wieder rückwärts hinein in die Van Ommen Racing bei Datalab Box. Und Belen Garcia wird wieder aussteigen. Jammerschade, aber auch das ist Motorsport und auch das ist leider immer wieder Business as usual. Hier haben wir den immer noch an der Spitze fahrenden und noch nicht zum Boxenstopp reingekommenen Valentino Catalano. Boxenstopp ist noch 1 Minute und 18 Sekunden geöffnet, während der BWT Mücke LMP3 mit Konstantin Schöll und Gustavo Corrugia jetzt reingekommen ist. Catalano draußen oder kommt da rein? Es würde sich noch knapp ausgehen. Beim Auto mit der Startnummer 5 gibt es eine Untersuchung, während hier, glaube ich, Catalano reinkommt. Ja, das Auto mit der 5 fährt aber nicht mehr. Pitstop Infringement. Letztendlich geht es wahrscheinlich darum, dass das Auto in der Boxengasse rückwärts geschoben wurde. Aber insofern, es ist verboten, keine Frage. Darum wird es wahrscheinlich gehen. Kann ich mir gut vorstellen, dass man noch eine Geldstrafe hinterherziehen wird. Aber man wollte das Auto natürlich auch nicht in der Fastlane dort stehen lassen. Riesenjob von Valentino Catalano, der das Auto übergibt in diesem Moment mit der Startnummer 77 an Robin Rogalski. Der BWT Mückebulli Startnummer 8 wartet darauf, dass er das Zeichen bekommt. Jetzt ist er raus. Gustavo Corrugia, der Brasilianer, und kann jetzt wieder beschleunigen. Boxenstoppfenster mittlerweile geschlossen. Und dann werden wir sie gleich durchsortieren. Während hier das Auto von Oscar Tunjo ankommt. Vielleicht hat jetzt hier der gute Robin Rogalski ein bisschen Mühe, sofort wieder in den Tritt zu kommen. Ich glaube schon, dass
Oscar Tunjo vielleicht von der Gangart etwas schneller fahren kann als Robin Rogalski. Aber gut, wenn mich der junge Pole hier Lügen strafen würde, auch nichts dagegen. Das ist jetzt der Einsatz von dem Spitzenreiter. Entschuldigung, das ist natürlich das Auto von Robin Rogalski. Da kommt er, aber der Vorsprung ist natürlich gewaltig. Und dahinter dann der BWT Mücke Bolini, Startnummer 8, gejagt von Oscar Tunjo. Und somit ist es Kyrilla und der Aust LMP3 mit Konstantin Schöll ist reingekommen. Konstantin Schöll wird jetzt an Dino Steiner übergeben. Schöller S für Kyrilla, jetzt vielleicht die Möglichkeit für Oscar Tunjo, etwas besser, etwas optimaler rauszubeschleunigen. Das scheint mir aber nicht der Fall zu sein. Jetzt vielleicht reinstechen in die Lücke mit Berührung, ohne Berührung. Es war eine Berührung vorhanden, aber das hat Kyrilla definitiv ganz abgebrüht durchgezogen. Erstmal Kompliment, ließ dem Kolumbianer Luft zum Atmen, ließ dem Kolumbianer Platz zum Einscheren. Aber war dann etwas früher wieder beim Rausbeschleunigen und somit über Start und Ziel nach 37 Runden in der Reihenfolge nach wie vor Kyrilla vor Tunjo. Erneuter Versuch. Diesmal musste Oscar Tunjo vor dem Schöller S mal vehement in die Eisen steigen, weil sonst wäre es eng geworden. Und da er noch nicht ansatzweise neben Kyrilla unterwegs war, hätte man ihm da durchaus einen Strick drehen können, wenn die beiden Autos sich dort berührt hätte. Kurzer Überbremser vom hinteren linken Reifen innen. Das passiert dann eher am häufigsten. Und Dino Steiner ist jetzt rausgefahren, nachdem Konstantin Schöll ganz, ganz spät zum Boxenstopp reinkam. Und er ist auf der 9. Position. Hier sehen wir es nochmal. Da vermutet er die Lücke. Dann jetzt nochmal vehement abbremsen. Das Auto kam auch quer. Und deswegen keine Chance, dann in den nächsten 1,5 Runden da nochmal zu attackieren. Ist aber jetzt wieder dran. Oscar Tunjo an Gustavo Kyrilla. Hier geht es natürlich um die zweite und dritte Position. EWT Mücke versucht, den Platz gegen von Omen Racing zu verteidigen. Ich bin mir sicher, dass die beiden Teamchefs Peter Mücke bzw. Stefan Mücke auch schon gegen Jörg von Omen, den anderen Teamchef, im Rennauto Racing gegeneinander gefahren sind. Und Robin Rogalski, der hat einen sehr, sehr ausreichend scheinenden Vorsprung von 10 Sekunden auf die dahinter fahrenden Kyrilla und Tunjo, die sich natürlich auch das Leben ein klein wenig schwer machen. Denn sie behaken sich permanent. Ein Markus Pommer, der freie Fahrt hat, der mittlerweile aber auch von Laurenz Hör überholt wurde, fährt 49,6. Laurenz Hör in der Runde, in der gleichen Runde 50,6. Hier schauen wir uns gleich mal die Zeitabstände der Verfolger an. Der führende Rogalski. Und dann warten wir auf den pinkfarbenen. Das ist das Überholmanöver von Laurenz. Da geht es aber ganz, ganz knapp an der Mauer entlang. Und Dino Steiner, oder war dort noch, nee, nicht Dino Steiner, die 14, an Jan Marschalkowski. Sieht mir auch nach einer Minimalberührung aus. Natürlich immer mit der guten Hoffnung, dass die beiden Autos da keine Spätfolge haben. Und was ist das denn? Jetzt wird es eine langsame Fahrt. Reifenschaden hinten rechts. Das Auto holpert und poltert. Das ist nicht nur ein Reifenschaden. Ist da eventuell
irgendwas an der Aufhängung kaputt gegangen beim Spitzenreiter, bei Robin Rogalski und bei Valentino Catalano. Das Rennen hiermit vorbei, keine Chance mehr auf die vorderen Positionen, auf die vorderen Plätze. Natürlich wird man da nachschauen. Nee, man hat schon nachgeschaut. Über die Datenaufzeichnung sieht man, na, der Reifen verliert keine Luft, sondern da ist irgendwas gebrochen seitens der Aufhängung hinten rechts. That's it. Aus die Maus. Absolut perfekte Vorstellung bis dato. Und somit heißt es wieder keine Punkte für die beiden. Die Heckpartie wird abgenommen. Das geht ja ratzfatz. Und da wird nochmal ein prüfender Blick auf die Radaufhängung geworfen. Ja, ging aber ganz schnell. Augen vor den Helm. Jammerschade. Aus für Rogalski. Okay, jetzt wissen wir auch warum. Beim Rausbeschleunigen aus dem Schöller, es kam, kam das Auto quer und quer ging es dann auch in die Mauer und da gab es noch zwei weitere Kontakte und da hat er sich seine Radaufhängung selber beschädigt und das geht natürlich zu 100% auf die Kappe von Robin Rogalski, deswegen natürlich auch die Hände vors Gesicht, weil er genau weiß, das Ding hat er ganz alleine verbockt. Und hat sicherlich auch keine große Lust, hier Rede und Antwort zu stehen. Während wir nach wie vor Kyrilia jetzt an der Spitze sehen, den BWT Mücke Motorsport LMP3, nach wie vor gejagt von Oskar Tunjo. Und Laurenz Hör zusammen mit Matthias Lüthen jetzt auf der dritten Position. Wie viel Rückstand gibt es denn da? Das sind 9 Sekunden. 9 ewig lang dauernde Sekunden. Kommt jetzt der Angriff von Tunjo. Der Angriff kam, aber das war dem Kyrill ja vollkommen egal. Da ist es Brasilien gegen Kolumbien. Hat ja nicht nur im Motorsport heute und hier eine gewisse Brisanz. Im Fußball gewinnen meistens die Brasilianer und die sind jetzt hier auch vorne. Der Kolumbianer wird aber alles versuchen, dort noch vorbeizugehen und den von Omen Racing bei Data Lab Duquesne vorbeizuschiffen, vorbeizumanövrieren am in Pink unterwegs befindlichen Brasilianer. Fahrzeiten der beiden in der letzten Runde 50-4, exakt beide gleich. Laurenz Hör fährt 49,3, damit eine Sekunde schneller. Jetzt vielleicht die Möglichkeit für Oskar Tunjo, früher aufs Gas zu gehen. Ist er daneben noch nicht, aber kann wieder in den Windschatten eintauchen auf Start und Ziel. Jetzt wird es interessant. Die Gerade hinunter. Man sieht fast nur noch ein Auto, nämlich den pinkfarbenen. Ist Pink flink oder kommt von hinten Oskar Tunjo aus dem Windschatten heraus und kann das versuchen. Außen herum wird es nichts werden. Jetzt vielleicht früher aufs Gas. Und das könnte das Manöver gewesen sein für Oskar Tunjo. Aber die nächste Ecke geht wieder rechts herum. Da ist wieder Kyrilia mit dem besseren Ende der Fahnenstange auf dem Weg in Richtung Schöller S. Und jawohl, hat nicht gereicht. Da muss sich der Oskar Tunjo noch mal was einfallen lassen. Und der Rückstand von Laurenz Hör wird kleiner und kleiner und kleiner. 7,4 Sekunden. Verbleibende Fahrzeit 13 Minuten. Man kann ja durchaus sagen, pro Minute eine Runde, ganz grob. Dann wissen wir, dass noch 13 Runden zu fahren sind. Und wenn Laurenz Hör nach wie vor hier pro Runde eine gute halbe Sekunde wettmacht, dann kann er da unter Umständen noch mal mitspielen um den Platz auf dem Podium ganz oben. Peter Mücke schaut sich das Ganze an. Stefan Mücke ebenso. Upala, und da war schon ein bisschen pinkfarbene Lackpartikel wohl an der Mauer. Sicherlich nichts Schlimmes passiert. Geht es jetzt hier wieder ins Schöller S hinein? Wenn er da Pink auftragen würde, könnte ich es verstehen. Da hinten nämlich ein BWT-Banner, bei dem viel Pink fehlt. Das ist jetzt am grünen Lamborghini Huracan von Marco Mappelli aufgebracht beim ADAC GT Masters Rennen. Gab es die Berührung? Ja, zumindest ist die Fliege, die dort am Beton saß, ganz schwer in Deckung gegangen. Und was passieren kann, ich glaube, es gab um 2,5 cm keine Berührung mit der Betonwand. Was passieren kann,
haben wir ja leider beim Ausscheiden der Führenden gesehen, als Robert Rogalski dort die Wand geküsst hat. Ich weiß ja nicht, wie schnell die beiden schneller fahren könnten, wenn sie sich in Ruhe lassen würden. Also hier natürlich allen voran Oskar Tunjo. Vielleicht können die ja sich in einer Gemeinschaftsallianz einfach sagen, komm, lass uns einfach jetzt auch mal unter 49 fahren, dass der Hörder von hinten nicht mit gewaltigen Schritten angeflogen kommt. Und wir machen dann unser Rennen in den letzten 2-3 Runden aus. Wäre doch auch eine Maßnahme, die man denen mal reinfunken könnte. Aber das ist so schwer mit Racern, wenn es im Rennen um Positionswechsel geht, um Positionsgewinne, vor allem um Platz 1 zu kommunizieren, wenn die diesen berühmten Motorsportknopf, der ja genau in der Mitte oben am Knopfkopf befestigt ist und mit Aufsetzen des Helmes der Vernunftstopp deaktiviert wird. Der ist bei manchen Motorsportlern größer und bei manchen etwas kleiner. Jetzt kommt wieder der Angriff von Oskar Tunjo. Nein, 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 reicht nicht. Rausbeschleunigt, kleiner Quersteher jetzt von Kyrilja. Vielleicht ist das genau der Mehrschub, den er braucht. Oskar Tunjo jetzt auf Start und Ziel. Nein, reicht wieder nicht. Vielleicht gleich bei der Überrundung. Wer steht denn an zur Überrundung von diesen beiden? 49 Runden haben sie gefahren. Könnte das Auto sein? Unter Umständen von Dino Steiner wieder. Gustavo Kyrilja ganz nah an der Mauer entlang. Überrundungsmanöver absolviert. Ich glaube, es war Kevin Rorschach. Markus Pommer in der vierten Position. Das sind ja die Tabellenführer, Gary Hauser und Markus Pommer. Der ist aber auch 5,7 Sekunden hinter Laurenz Hörth zurück auf der vierten Position. Also er wird sich da aller Voraussicht nach nicht mehr rantanken können ans Podium. Und Laurenz Hörth, der sieht mittlerweile die beiden Vorausfahrenden, die Kampfhähne, Pink und Weiß, BWT Mücke, Motorsport und Van Ormen Racing bei Datalab. Und da könnte sich der Korainen Campi Motorsport Bolide mit Laurenz Hörth, das Team aus Finnland, noch dazugesellen. Im Moment wieder viermal Duquesne an der Spitze. Bestätigt einmal mehr, dass das wohl im Moment das beste Chassis ist. Aber du brauchst natürlich auch die entsprechend guten und talentierten Piloten, die das dann immer wieder bestätigen. 9 Minuten und 30 noch. Heißt sicherlich noch 10 Runden. 10 Runden, eine halbe Sekunde sind 5. 5 Sekunden. Aber Laurenz Hörth braucht bloß noch 3. Und dann haben wir da einen Dreikampf. Und dann bin ich mal gespannt, wie auch ein Oskar Tunjo reagieren wird. Der wird auch den Laurenz Hörth nicht einfach durchwinken und sagt, du, koch du mir mal den Brasilianer da vorne weich. Und ich werde dann in deinem Fahrwasser ebenfalls dran vorbeifahren. Das wird durchaus interessant, wenn Oskar Tunjo sich nach vorne in Richtung der Farbe Pink und nach hinten in Richtung der Farbe Schwarz und Orange orientieren muss. Oder er packt jetzt nochmal den Federhandschuh aus in Richtung Gustavo Kyrilja. Soll er sich noch mit Laurenz Hörth rumschlagen? Soll der doch einfach den Deutschen im Schacht halten? Aber der Weg vorbei. Das ist so unfassbar schwierig, wie wir heute schon bei so vielen Rennen gesehen haben, hier auf dem Norrisring. Aber die Bedrohung von Laurenz Hörth wird definitiv immer größer und größer. Es waren gerade eben bloß noch 2,5 Sekunden, die gefehlt haben auf, in dem Fall, Oskar Tunjo. Jetzt könnte es soweit sein, oder kann er wieder besser rausbeschleunigen? Ein Müh von früher am Gas. Da hat es schon den Anschein, als ob Oskar Tunjo dort daneben
wäre, aber dann hat er, wie gesagt, ein Mühe früher Gas geben können. Aber jetzt vielleicht über die Außenbahn. Er braucht nur einen klitzekleinen Verbremser von Gustavo Carulla oder jetzt rausbeschleunigen, kann er sich daneben setzen. Da wird aber sicherlich Gustavo Carulla wieder auf der besseren Innenbahn bleiben und ihm damit den Weg abschneiden. Aber jetzt zieht er rein. Das war natürlich klasse gemacht. Riesenmanöver und jetzt gehen sie beide fliegen. Sowohl Carulla als auch Oskar Tunje und Laurens Hör geht in Führung. Und da fährt hoffentlich ohne Einschlag Gustavo Carulla weiter. Und auch Oskar Tunje fährt weiter. Aber da kommt jetzt von hinten auf einmal Markus Pommer, der ebenfalls noch dann attackieren wird können. Mann, 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 also doch Podium für Markus Pommer und für Gerry Hauser. Fragezeichen, warum nicht? Marc van der Snel, Jan Marschalkowski, Erlbacher, die werden nicht mehr anschließen können. Somit ist meiner Meinung nach die Messe gelesen. Das war sozusagen eine rote Teppicheinladung für Laurens Hör, als da Oskar Tunje es mit der berühmten Brechstange probiert hat und auch Gustavo Carulla gesagt hat, ey Junge, es gibt nicht nur in Kolumbien Brechstangen, schauen wir uns das Ganze nochmal an. Hier, beide Autos unruhig, dann kommt Oskar Tunje, ist schon ein gutes Stück daneben und dann lenkt Gustavo Carulla noch ein, kann dann allerdings den Gang früher einlegen. Hier, ja, wem willst du da jetzt welche Schuld geben? Natürlich, sagt die Rennleitung, das schauen wir uns genau an. Der Zwischenfall und der Unfall zwischen der 8 und der 6, das muss genau kontrolliert werden im Formationsflug. Ja, beim Synchronschwimmen hätten sie beide in der B-Note definitiv eine 10 von mir bekommen. Aber wir sind hier nicht beim Synchronschwimmen, wir sind beim knallharten Motorsport und da hatte sogar Laurens Hör noch etwas Glück, dass er da nicht vom zurückrollenden Oskar Tunje getroffen wurde. Und Markus Pommer hat es dann tatsächlich geschafft, auch noch an Oskar Tunje vorbeizugehen. Weg frei, warum auch nicht, für den ersten Laufsieg in diesem Jahr für Laurens Hör und für Matthias Lüthen. Kurainen Kempi Motorsport. Die Finnen, während Oskar Tunje sich da wieder langsam aber sicher in Richtung Markus Pommer herankämpft. Schauen wir doch gerade noch mal nach. Oskar Tunje und Julien Apotillon, die Laufsieger, Rennen 1 Hockenheim. Markus Pommer und Christian Hauser, Gerry Hauser, das ist Christian, ist der Vater. Laufsieger, Rennen 2 Hockenheim. Oskar Tunje, Julien Apotillon, zum zweiten Mal gewonnen. Dann waren sie auch noch mal Zweiter in Oschersleben. Ein Sieg, ein kleiner zweiter Platz. Aber dann kam Sandford mit absolut 0,0 Punkten. Und somit auch nicht der Sprung an die Tabellenspitze. Laurens Hör und Matthias Lüthen werden auch nicht an die Tabellenspitze springen können. Die sind hier auf der 6., 7. Position in der Gesamttabelle unterwegs. Aber was passiert dahinter? Laurens Hör, 6 Sekunden Vorsprung. Markus Pommer, sein Rückstand 1,7 Sekunden auf Carulla. Da scheint der BWT Mückebolide noch richtig gut zu funktionieren. 4 Minuten sind noch zu fahren. Fahrzeit für Markus Pommer 50,0. Carulla davor 50,1. 49,8 für Oskar Tunje. Der wird natürlich den dicken Hals haben. Den darf aber auch Carulla haben. 49,8 fährt Jan Marschalkowski, hat aber zu viel Rückstand, als dass er da noch nach vorne fahren kann. Marc van der Snel vor Jan Marschalkowski unterwegs. Was kann noch gehen? Für wen kann noch was gehen? Sicherlich für Oskar Tunje, der immer näher kommt in Richtung Markus Pommer. Kann er da den Tabellenführer noch mal attackieren? Kann da der vernommen LMP3-Pilot den Racing Experience-Piloten noch mal unter Druck setzen? Das Ganze würde natürlich dem Gustavo Carulla und BWT Mücke Motorsport sehr gut gefallen, wenn die beiden sich im Zweikampf verstricken und langsam machen. Wobei Carulla
momentan auch kein Problem zu haben scheint, seinen Vorsprung auf 1,4 Sekunden zu halten. Vielleicht sogar ein ganz klein bisschen auszubauen. Fährt er hier bei Start und Ziel vorbei. Laurent Sœur, der kann seinen Vorsprung definitiv ausbauen. Kyrylia, trotz der Karambolage mit Oskar Tunjo in dieser Runde, schnell unterwegs. 49,7, 49,6 Pommer, 49,9 Tunjo. Also auch Markus Pommer kann sich da gegen den Kolumbianer behaupten. 2 Minuten 12 Sekunden sind noch zu fahren. Spitze durch im Schöller S und jeden Augenblick wird Laurent Sœur wieder auf Start und Ziel kommen. Während wir jetzt hier wieder einen kleinen Fehler von Oskar Tunjo sehen. Der ist nach wie vor heiß wie Frittenfett, der Kolumbianer. Aber mit dem Verbremser tut er sich und seinen Michelin-Reifen natürlich keinen sehr großen Gefallen. Das ist Laurent Sœur. 60 Runden sind gefahren, ebenso jetzt für Kyrylia, Pommer und Tunjo. Laurent Sœur beschleunigt den Kurainen Kempi. Duquesne mit seinen 455, 460 V8 PS durch Schöller S. Und dann, und da werden wir uns die Zeit anschauen, auch in wenigen Augenblicken dann hier bei Start und Ziel vorbeizukommen, in wie viele Runden er noch zu fahren hat. Die Uhr sagt im Moment noch 1 Minute und 14. Und wenn er da nicht viel Tempo rausnimmt, werden es wohl noch 3 Runden sein. 1 Minute 05, 04. Und jetzt ist über Start und Ziel. Ja, wird eine enge Kiste. Aber er könnte sich sogar erlauben, dann in der letzten Runde tatsächlich etwas zu bummeln. Wenn sein Vorsprung nach wie vor 8 Sekunden wird sich ausgehen. Und vielleicht auch noch so viel Spaß, dass er sagt, nö, ich fahre da ganz gern noch vor so einer tollen Kulisse am Nürburgring eine weitere Runde. Markus Pommer hat den Hebel für die Lichthupe gefunden. Das wird Kyrylyak vollkommen egal sein, aber Pommer kommt näher. Pommer kommt näher. Die Reihenfolge kurz vor Ende des zweiten Laufs hier am Nürburgring. Laurent Sœur zusammen mit Matthias Lüthen auf 1. Gustavo Kyrylia zusammen mit Nico Göhler auf 2. Markus Pommer mit Gary Hauser auf 3. Oskar Tunjo mit Julien Apotelon auf der 4. Position. Max und Marc van der Snel in der 99 auf 5. Das Auto mit der Startnummer 8 bekommt eine 10 Sekunden Time Penalty. Das ist Kyrylia. Boah, ja, okay. Lass ich mal so stehen. Und 8 Sekunden bedeutet, dass natürlich Pommer auf Platz 2 wäre, dass auch Tunjo vorbeikäme und auch, dass die 99 Marc und Max van der Snel dort noch vorbeigehen würden mit diesen 10 Sekunden. Harte Entscheidung, wie ich meine. Denn auch Oskar Tunjo war in diesem Überholmanöver klar. Er war schon knapp daneben. Aber auch er hatte das Problem, glaube ich, mit etwas übersteuern, untersteuern, natürlich in dem Fall, als er über die Vorderachse gerutscht ist. Jetzt schauen wir das Ganze nochmal an. Er ist daneben, aber da kommt schon der Quersteher von Kyrylia. Würde ich ganz gerne nochmal aus einer anderen Zeitlupeneinspielung anschauen. Aha, und jetzt wird auch in diesem Moment die 10 Sekunden Zeitstrafe zurückgenommen von der Rennleitung. Hab wohl dann gesehen, dass es nicht die richtige Entscheidung wäre, dass es ein Rennunfall war. Während hier Laurent Sœur noch hinter dem Gepard-Boliden von Jakob Erlbacher steckt und hier über Start und Ziel kommt. Schwarz-Weiß-Grittes Tuch ist draußen und wir sagen Glückwunsch. Matthias Lüthen und Laurent Sœur gewinnen das Rennen. Hätten sie vielleicht auch so geschafft. Kyrylia kommt rein. 2. Platz für ihn. Markus Pommer wird 3. Oskar Tunjo auf der 4. Position. Marc und Max van der Snel sind 5. Und dann warten wir noch auf das Auto von Jan Marszalkowski, den MRS GT Racing LMP3 auf der 6. Position.
Das dauert noch ein bisschen. Natürlich und Riesenfreude bei Kurainen Kempi Motorsport und bei unserem Trophy-Piloten, der einen riesen Job gemacht hat. Das muss man ihm mal bescheinigen, aber natürlich auch ein gewaltiges Rennen von dem hier, der da noch drin sitzt, in dem Kurainen Kempi Motorsport-Boliden von Laurens Hörr. Tja, der hat jetzt auch allen Grund, mit der Lichthupe zu zeigen: Hey Leute, wir haben es geschafft. Wir haben das Rennen nach Hause gefahren. Es wäre sicherlich noch mal sehr, sehr interessant gewesen, wenn Laurens Hörr, der mit den schnellsten Runden unterwegs war, auch die schnellste Rennrunde gefahren hat. Übrigens die theoretisch schnellste Runde 49.014. Die schnellste Runde, die Laurens Hörr gefahren hat, 49.09. Also da ist er 800stel langsamer als die theoretisch beste Runde. Vollkommen egal, spielt gar keine Rolle. Es wäre nur sehr, sehr interessant gewesen zu sehen, was er bei Markus Pommer, Oskar Tunjo und Kyrilja entsprechend angestellt hätte. Wäre er vorbeigekommen oder eben nicht. Jetzt fährt er dorthin, wo er hingehört, nämlich auf Platz 1. Auf Platz 2 der BWT Mücke Motorsport LMP3. Und da kommt das Auto, das nach meiner kurzen Hochrechnung immer noch in Führung liegt. Markus Pommer und Gerry Hauser. Tja, Matthias Lüthen, der wird ihn herzen. Den Laurens Hörr, ich glaube, dicker, hat er gesagt. So dick ist er gar nicht, der Laurens Hörr, wenn er gleich rauskommt. Aber sie haben allen Grund zur Freude. Mit ihrem ersten Laufsieg, Matthias Lüthen und Laurens Hörr. Die Gold-Bronze-Fahrerpaarung. Jawohl, jawohl, so ist es richtig. Riesenfreude für die beiden mit ihrem ersten Laufsieg für Kurainen Kempi Motorsport. Ob es denn am Ende das Glück war, des Tüchtigen, dass die anderen beiden sich da ins Gehege gekommen sind, bleibt offen. Die Frage werden wir und brauchen wir nicht beantworten. Da kommt auch noch Nico Göhler hin in Richtung Gustavo Kyrilja, der den zweiten Platz gerettet hat. Markus Pommer gratuliert zum Laufsieg in Richtung Matthias Lüthen und Laurens Hörr, der gleich den Helm abnehmen wird. Sicherlich gibt es vielleicht auch gleich noch ein paar Gespräche zwischen Kyrilja und Oskar Tunjo. Hier das Ergebnis nach 64 Runden. Laurens Hörr, Matthias Lüthen gewinnen vor Gustavo Kyrilja, Nico Göhler, Markus Pommer, Gerry Hauser auf Platz 3, Oskar Tunjo, Julien Apotelon auf 4, Van der Snell, Marc und Max auf Platz 5, Jan Marszałkowski wird 6., Jakob Erlbacher mit Michael Lyons auf 7 und Dino Steiner, Konstantin Schöll auf 8, Kevin Rorscheid, Wolfgang Peyer mit 4 Runden Rückstand und Gabriele, wir haben immer noch mit Belen Garcia und da hat man die wohl doch noch mal rausgeschickt nach 58 Runden, die sind doch früher ausgefallen, vielleicht hat man sie mal rausgeschickt, ist mir leider wirklich nicht aufgefallen, auch die noch in Wertung auf der 10. Position. Hatten wir gerade die Drittplatzierten im Bild? Jawohl, hatten wir Markus Pommer, Gerry Hauser hier, Gustavo Kyrilja, der Brasilianer und Nico Göhler im Decane D08 für BWT Mücke Motorsport, die Zweitplatzierten, die gleich auf Siegerungspodest gehen und das ist der Sieger LMP3 von Kurainen Kempi Motorsport, dem finnischen Team mit den beiden deutschen Piloten Laurens Hörr und Matthias Lüthen. Nochmal eine Studie. Da war er wohl noch im Renntempo unterwegs. Das Auto, das siegreiche Auto im Prototype Cup Germany. Mit Rennen 2 hier auf dem Norrisring werden wir auch gleich zur Siegerehrung schreiten. Da gab es schon mal die Vorfreude bei Kurainen Kempi und natürlich auch bei Familie Lüthen. Jawohl, das war glaube ich der Sebastian Vettel Gedächtnisfinger in dem Moment, den der Heppenheimer auch oft genug in seiner Karriere zeigen durfte. Gerry Hauser, Markus Pommer 146 Zähler, Oskar Tunjo, Julien Apotelon 115 Zähler, die Zweitplatzierten 31 Punkte. Das ist natürlich schon mal eine Menge Holz, aber die Saison ist ja noch nicht so wahnsinnig alt, wobei es gibt nur 6 Veranstaltungen. Also da hat man vielleicht auf jeden Fall schon mal einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht, um in diesem Jahr vielleicht dann am Ende des Tages Meister zu werden. Durchaus möglich. Guido Quimbach steht dort oben, klatscht auch die erfolgreichen Piloten ab. Tobi Schimon. Aber natürlich kommen wir jetzt
unserer Piloten. Auf Platz 3, Markus Bommer und Gary Hauser. Auf Platz 2, Gustavo Kirilla und Nico Göhler. Und unsere Sieger, Matthias Nüthen. Und für die siegreiche Mannschaft im Campy Motorsport, Wille Vitale. Sieger, hören wir jetzt die Hymne Finnlands. Des ADAC Nordbayern für Laurette und Matthias Lüthen in der Mitte. Jürgen Schieder, ein zweiter Vorstand Motorsport Club Nürnberg für unsere Zweitplatzierten, für Gustavo Kirilla und Nico Göhler. Thomas Dill für unsere Drittplatzierten, für Markus Bommer und Gary Hauser. In der Juniorwertung, und das ist Nico Göhler. Sieger in der Trophy-Wertung, Matthias Lüthen. Und dann rutscht gerne zusammen. Wenn wir zusammenstehen, aber unsere Fotografen müssen wir die Jungs vorrufen. Ich glaube nicht. Dann einmal noch für unseren Fotografen, Grafen hier oben, ganz freundlich. Und dann würde ich sagen, Ladies and Gentlemen, it's time for Champagne! Mit dem Norrisring 2023. Vielen Dank, Nürnberg. Vielen Dank, Norrisring.